Da warten die alle auf mich. Doof. Moment, ich habe jetzt keine Pistole mehr. Na toll. Ich muss doch dadurch, wie es aussieht. So. Na, gehst du wohl tot. So, nee, immer noch nicht. Hallo? Geht doch. So, du Para, bitte. Komm, gebt immer her. Hallo, ich bin's. Ui, dynamische Aktion hier. Triffst ja doch nicht. Schön, dass es weitergeht da oben. Hey, Kapitel abgeschlossen. Happy Birthday. Feine Sache. Feine Sache. Intermezzo? Nein? Ja, vielleicht? Überhaupt irgendwas? Ah, das jetzt. Die Musik ist gerade ein bisschen zu actionreich dafür, dass es ein Intro ist für eine Mission. Obwohl, passt vielleicht doch. An dem Draht, glaubst du, was ich versuche? Das war im Original mal definitiv nicht so gewesen. Wenn der Motorist erzählt, aber nicht gezeigt. Ich hätte berechnet, dass dieser Glückspilz der EMR ist und, ja. Ist das Sam? Aua. Und Vincenzo, oder wie ist denn das? Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher. Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Ach, immer ich. Obwohl ich eigentlich bloß ein Fahrer gewesen bin ursprünglich. Sauerei sowas. Ja, was willst du machen, ne? Hilft ja alles nix. Immer noch alle hier bis an die Zähne bewaffnet wegen dem ganzen Kriegsgedöns. Tolle Sache. Sie würden nie herkommen. Ich habe früher für ihn gearbeitet. Wenn Morello aufwacht und bewaffnet kommen will, kommt er bewaffnet. Bist du ein Verräter, ja? Würde er nicht. Er hört auf sein Bauchgefühl. Ach, du kannst die Garage, ja. Und wenn er was hat, dann ist das Bauchgefühl. Er würde Little Italy brennen sehen? Bis auf den Grund. Ralphie, zeig mir, wie mein Auto knackt, bitte. Ich möchte mal sowas sehen von dir. Such dir einen Wagen aus, Tom. Ja. Toll. Mehr sagt er ihm nicht. Ich und Mama. Heißt Mama und ich, Mann. Geht schon. Sam und Vinny hätten Paulis Wagen nicht gleich schrotten sollen. Der hat vielleicht ein Theater gemacht. Tja. Ist wie es ist. Oh mein, ich nehme das Auto vom Boss. Oh yeah. Hoffentlich merkt er das nicht.
Lasseter. Jo. Gut. So, dann mal ab hier. Hier ist irgendwie Stau, kann das sein? So. Da lang aber. Da fliegt ein Flugzeug, schön. Sollte vielleicht ein bisschen auf Limiter gehen. Nur ein bisschen. Muss aber sagen, so aus Weitsicht sehen die Häuser alle nicht sehr schick aus. Dicht dran, ja, aber von weit weg, da gehen sie ganz schön unter mit der Grafik. Upsi. Aber naja. Man muss da ja nicht hingucken, oder? Competition, lass mich durch. Ich bin ein VIP. Ey, ganz schön langer Weg. Komm, was soll's. Gas geben. Ich habe ein Gefühl, da kommt gleich einer. Ja, natürlich. Platz da. Ich bin hier wichtig. Ich habe zu tun. Ich habe Arbeit. Und bremsen. Zumindest Gas wegnehmen. Aber ich habe nur Gas weggenommen. Der dreht schon durch, vor links und rechts. So typisch Mafia. Blöde Physik. Polizei liebe ich nicht, ne? Alles gut. So. So schnell werde ich mich garantiert nicht entdecken, wenn ich hier schnell fahre. Ich weiß auch immer noch nicht, wie sie es damals gemacht haben, Geschwindigkeitszünder irgendwie zu ahnden, weil man muss ja dann doch schätzen, weil die hatten garantiert nicht so eine Pistole, die du ausrichtest und dann siehst, ah, der fährt so und so schnell. Die muss das ja ungefähr abschätzen und ganz ehrlich, wenn ich da 10 km/h mehr fahre, das merken die doch nicht so einfach so. So hundertprozentig sicher jedenfalls nicht. Oh. Wenn ich natürlich hier mit 80 durchrase, statt mit 40, wird das schon auffallen. Oder also, wenn man die generell überholt, aber es ist ja klar, ich meine, wenn du selbst ein Auto fährst, dann hast du ein gewisses Gefühl dafür, oh wie, guck mal, ich bin gerade in der 30er-Zone und der flitzt in mir vorbei, der muss mindestens 40, 50 gefahren sein, keine 30. Das merkt man einfach, ne? Das kann man ungefähr abschätzen, wenn man eine Weile Fahrerfahrung hat auf jeden Fall. Ich würde sagen, auch mit weniger Fahrerfahrung hier, das kann einigermaßen gut, weil es ist ja klar, wenn du dich so schnell überweist, wenn du mal auf der Autobahn bist und jemand überholst mit vielleicht, sagen wir mal, da ist 130er-Zone, du fährst 130, merkst du aber, dass du eben zu dicht auffährst, fährst ein bisschen schneller so, fährst 35, da siehst du ja, dass du mit 10 km/h mehr ihn ganz, ganz langsam überholst. Und wenn einer an dir vorbeiflitzt, müsste das entsprechend viel mehr als 10 km/h sein, wie er schneller ist. Das ist also ein ungefähres Gefühl, das man dann durchaus entwickelt für. Aber das wiederum hat dann doch mit Fahrpraxis zu tun, wie ich gerade mir gewächst erzähle. Aber egal! Klar, Parkort hier für mich. Ja, Glückspilz. Das ist also Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Tja. Anschleichen würde ich sagen hier. Guckt ja keiner so genau hin. Beiz. Oha. Terror Tales. Immer mit halbnackten Frauen natürlich. Ist logisch. Psst, psst, leise. Alles ruhig. Psst. So. Ich glaube, das war ein bisschen komplizierter gewesen im Original. Aber ist ja auch erst Teil 1 der Mission, da ja. Ich glaube auch, er war irgendwie in einem Restaurant, wo ich das machen musste, nicht über sich zu Hause, oder? Das kam erst später. Ich weiß es nicht mehr genau. Bin vorm Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Ja, bin noch dran. Oh Gott. Hey, warten Sie! Dumme Sache, dumme, dumme Sache. Tja. Oh Gott! Oh Himmel! Oh Gott! Naja, was soll's? Charlie, was ist los? Komm schon. Toll. Scheiße. Sie am Telefon. Super. Vinny! Ging alles schief. Reiß dich zusammen, Tom. Was passiert ist, ist passiert. Daran kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt. Ich weiß gleich, was schief gegangen ist.
Was meinst... Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georges Restaurant. Ach, die wissen das schon alles. Toll. Stadt. Du musst dich beeilen. Okay. Super. Und die Frau ist am Telefon, hat nur Bumm gehört und dann aufgelegt. Mit Sarah möchte man auch nicht tauschen, nehme ich mal stark an. Oh, schnell weg hier. Ich war es übrigens nicht. Ich hab nichts damit zu tun. Ich hau ab, ne? Was ist da passiert? Ganz gemütlich da der Typ. Meinetwegen. Was soll sie machen? Okay, er hat ja die Feuerwehr hat Notwagen geholt aus der Polizei, aber... Haha. Gilotti was gunned down. Ja, das war ich. Schade, dass man das nicht übersetzt hat, die Radiosachen. Vor allem, wenn sie halt mit der Story zu tun haben gerade. Weil ganz ehrlich, ich meine, ich rede zwar so und ich kann ja auch Englisch verstehen, aber wenn ich jetzt nebenbei rede, würde ich garantiert viel eher raushören, was er sagt, wenn er eben Deutsch spricht, wenn er jetzt Englisch spricht. Weil jetzt habe ich nicht so richtiges Ohr dafür, weil man ist halt doch ein bisschen abgelenkt irgendwie von sich selber und bekommt dann Fremdsprachen weniger mit als die eigene Sprache. Zack. Oh, ach, die beiden sind das. Tom, alles klar? Ja. Die Autobombe ging daneben. Leute, das hat Zeit. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Was zur Hölle? Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Ihm war es egal. So, erstmal die Schergen ausschalten, hinterher, ja? Der Kugel geht doch um. Immer ich, ey. Aus dem Weg, Mann. So ehrlich, Sam. So. Wie viele seid ihr denn? So. Habt ihr Munition für mich vielleicht? Moment. Ja, wo denn jetzt lang? Da lang. Ja, ich bin auf dem Weg, meine Güte. Schild bei eurer wow, Basis oder was? Fuck, das habe ich jetzt mir nicht. Fuck, das war jetzt nicht gut. Ich habe nicht mit dem Gegner noch gerechnet hier, bis auf den Boss, den ich jetzt killen muss. Bring mich hier raus! Das. Ist das Schuss hier gewesen gerade? Oh nein! Motorrad! Das erste Mal im Spiel, dass ich ein Motorrad habe. Wir müssen zurück zum Auto, bevor sich dieser Idiot selbst umbringt! Stimmt, das gibt ja Motorräder im Mafia Remake. Das war mir gar nicht mehr bewusst, weil, naja, man hat es halt nie irgendwie nutzen müssen können dürfen. Okay. Fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, damit zu fahren. Aber. Achso, fühlt sich sehr merkwürdig an. Ich kann. Au, upala. Ich kann nicht ballern nebenbei. Voll doof. Wieso fahre ich hinterher, wenn ich nicht schießen kann? Oh, ich glaube, der haut ab. Aber so mein Leben so. Ich habe voll Leben gehabt eben gerade, bis der Typ aus dem Hinterhalt kam. Ich hab vielleicht vorher mich hätte töten lassen, um den Kontrollpunkt zu nehmen, um voll Leben jetzt zu haben. Ich habe das Gefühl, dass jetzt zum Gefängnis werden, wenn ich keine volle Leben habe. Naja, wir werden sehen. Wow. Die außer Kontrolle. Ich fahre doch ganz normal die Kurven. Was ist los mit euch? Also Kurvenlage ist sehr viel angenehmer als mit dem Auto auf jeden Fall. Tom, wie sind's? Wo seid ihr denn? Hä? Ah, was? Nach nein, nicht so dort. Was zum? Was war's denn jetzt gerade? Ich hab gleich nach links gelenkt, um den auszuweichen. Ja, super. Das schaffe ich in der Zeit doch nie im Leben. Oh, muss wieder weg. Okay. Ist doch geschafft. Platz da. Brems. Ja, ach, sag bloß. Ja, ich bin auf dem Weg, komm. Nein, musst du aufpassen, ich fahre Motorrad hier, du. Ja, also es fährt sich nur anders als mit dem Auto. Klein wenig elegant. Was ist hier los? Alles gesperrt? Ein klein wenig eleganter, aber doch ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Ich kann trotzdem nicht ballern, wenn ich jetzt finden sollte. Boah, wie der wackelt beim Lenken. Voll irritierend. Tut es gar nicht.
So unlauf war ich dann doch wieder nicht. Wenn man darf offenbar nicht lenken und Gas geben. Wenn ich nur lenke, dann passiert nichts mit dem Überspiel eben gerade. Wieso? Ich fahre hier gerade mit 40 rum. Der da vorne ist viel verrückter als ich. Aber ja, hier gerade gelenkt und Gas gegeben und schon bin ich wieder ein bisschen geschlittert irgendwie. Und wenn du das nicht machst, dann geht's einigermaßen. Oh, wie hat der noch fahren, der Typ? Ah, warte. Fährt er jetzt zum Hafen? Fuck. Was? Das, wo ich auf dem Hafen ihn töten muss? Und jetzt habe ich kein Leben mehr. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar keine gute Voraussetzung. Oh, ich hoffe, es ist es nicht. Aber wenn er jetzt nach links fährt... Oh, shit. Wegen jetzt die ewig lange, schwierige Hafenmission. Guck, ich habe so viel wenig Leben zum Anfang. Ist das überhaupt nicht gut. Ach, kacke, ey. Das wird nach hinten losgehen, die Mission. Mit so wenig Leben zum Start. Das ist überhaupt nicht schön. Ja, das ist eindeutig der Hafen. Was macht ihr Idioten? Bringt den Arsch um! Kacke. Was ist echt das jetzt? Das kann ich gar nicht sein. Oh, das ist nur ansatzweise diese Mission. So kacke, dass ich jetzt keine Leben mehr habe. So. Und so muss es weiterlaufen, wenn ich nicht sterben will. Ah, fuck, das habe ich gemeint. Ein Schuss und bist weg jetzt. Mit dem wenig Leben, die ich noch habe. Oh, was ärgerlich ist aber auch. Aber es kann nicht die Hafenmission sein, weil die Hafenmission ging ja auch so los, dass man da sich einschleusen lassen wollte, wenn ich mich nicht täusche. Es muss eine andere sein. Das heißt wahrscheinlich einfach nur den Typen töten und bin ich durch mit dem Ganzen. Denke ich mal. Und diese Hafenmission kommt später nochmal irgendwann. Alle Männer sollen herkommen, sofort! Tja, das ist die Frage auch, ob ich jetzt ob. Uah. Das wäre eben besser von der Position gewesen. Ja, toll. Wieder getroffen worden. Super. Rambo, wieso? Merkt er das nicht? Oh, wieder getroffen, glaube ich. Ich brauche ein paar Leben, wenn es recht ist. Mach das mal. Oh, kacke, ey. Ach, da ist Heilung drin. Schön, immerhin. Bisschen was. Ich meine, es ist der Hafen. Auch wenn er schon wieder anders aufgebaut ist, aber im Prinzip erkenne ich die Strukturen, die da halt sind oder im Original waren. Aber es ist nicht die, es kann nicht die Mission sein. Ich muss einfach den Typen töten, fertig aus. Es kann nicht anders sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich gerade am Ende meiner Aufnahmezeit. Ja, aber noch nicht jetzt. Deswegen möchte ich jetzt ungern tatsächlich kurz weiterspielen. Weil jetzt in der Sequenz kommt und so weiter, wenn ich es weitermache. Die Frage ist, ob ich jetzt einen Kontrollpunkt gerade hier mit drin. Ich meine, der müsste. Könnte man sich durchaus vorstellen, dass der ein Kontrollpunkt ist, nachdem ich ein, zwei Gegner getötet habe. Ich habe jetzt keine Speicher irgendwas arbeiten sehen. Da hinten? Da hinten. Nein! Was mache ich halt? Man läuft nämlich auf. Fuck, nehme ich auch im. Hier lang. Ach. Wenn du erstmal in der Ecke Deckung hast, dann kannst du auch nicht weglaufen davon. Voll nervig. Ah, was? Ach, da oben, Scharfschütze. Gott. Jetzt erstmal gucken, ob ich wieder ganz am Anfang anfange oder hier, wo ich jetzt gerade war. Und so oder so mache ich jetzt aber die Aufnahmepause für heute, denn ich bin durch mit dem Ganzen. Und dann passt das auch. Und werde ich beim nächsten Mal von vorne anfangen müssen, das Ganze. Ich bin gespannt. Nee, ganz am Anfang. Ach, meine echt winzigen Leben sind extrem ungünstig hier für die ganze Sache gerade. Das hätte ich echt viel besser haben können, aber ich habe diesen Typ aber nicht kommen sehen da. Mistverdammter, das ist total dumm gelaufen. Das muss ich mit dem bisschen Leben, was ich habe, aber echt klarkommen bis dahin. Ich bin echt gespannt, ob ich jetzt hier wirklich den ganzen Hafen langlaufen muss. Was ist ja der Hafen? Er läuft auch weiter offensichtlich. Es wäre komisch, die Mission nachher zweimal zu machen, also zweimal auf dem Hafen zu sein. Und ich bin fast sicher, damals musste man in den Hafen rein, um ihn zu töten. Und da muss man diese Weichen umstellen, damit der komischen Mini-Lok da langfahren. Ah, das wäre echt unpraktisch, wie das jetzt wäre. Egal, das finden wir beim nächsten Mal raus. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao. Oh, ich bin tot.
Tschüss. Feurio. Oh, ich bin in die Wand eingebrannt. Egal, wollte eh Ende machen, das passt schon. Ende.